Wir sind bereit fürs letzte Drittel. Erst aber noch die Statistik für den zweiten Abschnitt. Mannheim-Rosenheim 2:1 steht's. Rosenheim mit 2 Torschüssen mehr in diesem Abschnitt. Aber Sie sehen die Zahl in Klammern, die Gesamtzahl. Mannheim doch weiterhin überlegen. Powerplay, 2 Tore in Überzahl, jeweils für eine Mannschaft. Die Bullies weiterhin auf Seiten der Rosenheimer. Strafminuten, das alles relativ ausgeglichen. Zumindest im zweiten Abschnitt. Ja, 2:1. Mannheim spielt überlegen, trifft allerdings zu selten. Rosenheim steht hinten drin, spielt gut nach vorn und muss das noch ein bisschen besser tun. Und die Information, dass in der Fußball-Bundesliga Fortuna Düsseldorf seinen Trainer entlassen hat. Alexander Ristić. In Düsseldorf ist offenbar jeder Trainerstuhl heiß. Dazu gibt es dann mehr heute Abend nicht nur im Sportreport, sondern auch in Hattrick, wo auch Lothar Matthäus zu Gast sein wird. Ja, die Rosenheimer also nicht mit diesem Schwung, wie sie ihn am Freitag zelebriert haben. Gegen die allerdings defensiv sehr, sehr nachlässigen Krefelder Pinguine. Maiko Sati, der Mannheimer Keeper, noch nicht so sehr unter Druck wie die beiden Krefelder Keeper am Freitag, wie Lang und Franke. Aber wie gesagt, die Abwehrreihen, sie dominieren in diesem Spiel. Und dort drüben geht noch Jesper Duus auf die Strafbank. 25 Sekunden lang muss er nach draußen sitzen. Der Däne, der aus Schweden nach Rosenheim kam. Einer dieser exzellenten Neueinkäufe, die die Rosenheimer mit ihrem bescheidenen Etat getätigt haben. Aber jetzt sind sie gefordert. Stehen ja ohnehin vor einer, naja, Woche der Wahrheit. Heute in Mannheim. Dann kommt Düsseldorf und es geht auch nach Köln. Da wird sich zeigen, ob sie weiterhin oben mitspielen können. Letztes Drittel läuft. Mannheim in Weiß in Überzahl. Dave Tomlinson. Du bist bereit. Du kommt jetzt raus, aber die Chance noch auf Seiten der Mannheimer. Nabella. Und Dalpias. Er ist da gehandicapt, der Rosenheimer Keeper, spielt mit einem Meniskusanriss. Heute wie schon vorgestern fit gespritzt worden. Er muss es richten, wenn auf der Bank sitzt, in Anführungszeichen nur noch ein Juniorenkeeper, Björn Leonhardt, ein 17-Jähriger. Wenn der in diesem Mannheimer Hexenkessel spielen müsste, wäre das doch eine besondere, eine schwere Prüfung. Heine Schiffel, der Torschütze der Rosenheimer. Jari Torki. Heute auch von ihm noch nicht so viel zu sehen. Mannheimer beachten den Mann mit der 13. Starbolz mit ihrer Paraderei, mit Seibert, Speedy und Hiller. Wenn die auf dem Eis sind, dann regt sich was. Per Lundell. Christian Gegenfurtner. Die Scheibe berührt worden. Stanton, Cliff Baxter. Und Bidi. Immer wieder Gefahr im Verzug, wenn die drei auf dem Eis sind. Aber Groß.
Joel Savage spielt die Scheibe tief, damit er wechseln kann. Jeff Baxter. Geraldo. Verdeckter Schuss. Martin Ulrich. Zwei gegen drei. Und abseits. Und die Hilger hat einen Tick zu spät gespielt. Martin Reichel war schon durchgestartet. Schiffel. Hätte er die Scheibe nicht unbedingt ins Drittel spielen müssen, da hätte auch weitergehen können, Herr Schiffel. Da wollte er die Scheibe in die Ecke spielen, aber die ging zu hoch. Deshalb gibt es Bulli in der neutralen Zone. Bouger. Eisingen, Bulli drüben. Dr. Rowe. Er ist auch begeistert vom Teamgeist in seiner Mannschaft. Wir werden sehen, ob sie es schaffen, gemeinsam in den letzten 16 Minuten dieser Partie aus dem 1:2 Rückstand noch mehr zu machen. Vor gilt, mit einem Sieg könnten die Rosenheimer Mannheim überholen und selbst Zweiter werden. Robsi Meder. Paul Stanton schießt sofort. Rosenheimer Bein dazwischen und Klaus Dreifjahrs im Nachfassen. Fangquote, besser als sonst im Schnitt. Normal liegt er so 85-86%. Statistisch gesehen Platz 7 für Klaus Dreifjahrs in der DL. Tim Hiller. Scapidi. Gerig, Pavel Groß. Also da hat Lance Nannery wieder umgestellt.
sehen wir den Rosenheimer Kapitän, Joel Savage. Groß jetzt nicht mehr mit Keller und Cimetta, sondern mit Gehrig und Cimetta. Die haben aber schon wieder gewechselt. Jochen Hecht beim Bulli. Gewonnen. Abseits. Steve Thornton. Pellegrins, Ulrich, Thornton, abseits. Hier sehen Sie es, Paul Giraldo, einen Schritt drüber. Knappe, aber korrekte Entscheidung. Fünf Minuten gespielt im letzten Drittel. Immer noch 2-1 für Mannheim. Und auch hier abseits. Sehr zerfahren jetzt das Ganze. Dr. Rowe. Schiffel. Beim Fußball würde man sagen, die Rosenheimer spielen so sehr Kick and Rush. Immer wieder Scheibe tief ins Drittel und hinterher sehr kanadisch, aber aufgrund der großen Übersicht der Mannheimer Abwehr ist das alles wenig gewinnbringend. Kunnen. Sie weiter geht und wird gefoult. Nein. Der Arm bleibt unten. Kalt war's. Die Österreicher ja ein Leichtgewicht. 83 Kilo. Tim Hiller bringt da ein bisschen mehr auf die Waage. Scapidi. Stanton klärt. Ja, Lindell. Savage ganz allein, aber er bringt die Scheibe noch zum Mitspieler. Die Möglichkeit.
abgepfiffen. Tim Hiller scheitert da. Muss Rosati zweimal hinterhergehen, um diese Szene bereinigen zu können. Trotzdem, ich bleib dabei, die ganz dicken Dinger, die hatten die Rosenheimer nicht in diesem Spiel. Spielerisch heute wahrlich keine Offenbarung. Reichel gegen Tomlinson beim Bulli. Dus. Dus, wieder lässt Rosati abprallen. Zwei gegen zwei, Jochen Hecht. Der dritte kommt, Ulrich. Und jetzt muss Thornton doch mehr draus machen. Schlägt über die Scheibe, Ulrich. Minuten 42 gespielt im letzten Drittel. Immer noch nur 2:1. Die Prophezeiung von Lance Nattery hat sich bewahrheitet. Wenig Tore werden heute fallen, weil beide Mannschaften disziplinierter spielen. Und dann kommt noch dazu, dass sie im Spiel nach vorne nicht sonderlich einfallsreich sind. Der Mannheimer Trainer sieht aber immerhin seine Farben mit einem Treffer im Vorteil. Das würde am Ende dieses Spiels bedeuten, dass die Mannheimer einen unbequemen Gegner distanziert hätten. Dann wären wieder drei Punkte zwischen Mannheim und Rosenheim. Dann müssten sie diese Niederlage vom Freitag in Düsseldorf nicht allzu schlimm nehmen. Ohnehin die Rosenheimer unter den Top 6 Mannschaften in der DEL, die mit der schwächsten Auswärtsbilanz. 9 Zähler haben sie da erst geholt. Und hier ist Gary Clark. Er guckt auch nicht so zufrieden. Aber er ist einer, der das Heft in Rosenheim ganz fest in der Hand hat. Das Erste, was er gemacht hat vor dieser Saison, hat sich alle Geburtstage der neuen Spieler notiert. Und hat auch für jeden selbst den Willkommensblumenstrauß organisiert. Also auch das ein Beweis für dieses große Miteinander in Rosenheim. Aber groß.
Dropsy-Meta. Bleibt an der Scheibe, Simeta. Aber groß. Kreis. Clever gemacht, mit Bande gespielt. Das ist kein Powerplay, wohlgemerkt. 5 gegen 5. Mannheim sucht die Entscheidung. Simeta. Und Dalpias. Der Heißsporn. Will sich natürlich aufdrängen, wenn er schon mal spielen darf. Es ist, wie gesagt, sein dritter Einsatz, erst in dieser Saison. Sein dritter Einsatz für Mannheim. War ja, ich hab's gesagt, zwischenzeitlich an die Caps ausgewählt. Jochen Hecht beim Bulli. Gut gemacht, sofort geschossen. Spadus. Ganz klar, ein drittes Tor würde dieses Spiel vorzeitig entscheiden. Rosenheim bringt zu wenig nach vorn. Mike Pellegrins. Despadus. Monde Hilger ganz allein, seine Mitspieler wechseln. Monde Hilger hinterm Tor. Keiner davor. Toki versucht's. Aber sie bleiben immer wieder hängen in der Mannheimer Abwehr. Türkunen. Toki. Man merkt ihnen schon das Bemühen an, den Star Bulls. Aber es fehlt dann immer wieder der letzte Pass. Chris Bartolone, der frisch Verheiratete. Handpass hat er gepfiffen. Dave Tomlinson, bester Mannheimer heute Nachmittag. Dreh- und Angelpunkt des Spiels der Adler. Gerade auch in Überzahl. Ganz wichtiger Mann. Rob Nadella. Dieter Kalt. Tomlinson. Sehen Sie, wie clever er hier diesen Zweikampf gewinnt. Sich durchsetzt gegen zwei Rosenheimer. Aber groß. Mario Gehrig, Pavel Groß, in den Rücken von Kalt. Ja.
7 Minuten noch zu spielen. Harry Kreis. Es ist zu spüren, die Mannheimer wären mit diesem 2:1, wenn es so bliebe, hochzufrieden. Spiel defensiv sehr diszipliniert. Harry Kreis hier. Der Oldie. Die Sicherung des eigenen Tores, das ist vordringlich. Man merkt es, deshalb fehlt es nach vorne manchmal, dass sie zu sehr defensiv denken, die Mannheimer. Und jetzt werden sie gleich in Überzahl spielen dürfen. Noch nicht abgepfiffen. Jetzt kommt der Pfiff. Cliff Baxter. Griechisch-Römisch. Geraldo am Boden und Baxter auf der Strafbank. Hatte zuletzt eine Grippe, Paul Beraldo. Noch nicht ganz wieder bei Kräften. Aber in der Grippe lag es jetzt gerade nicht, dass er umgefallen ist. Die Adler könnten den Sack jetzt zumachen. 2 Minuten Überzahl, 6,5 Minuten noch zu spielen. 2:1. Nadella. Halbjas. Und hier sehen Sie, dass Kalter versucht, die Scheibe aus der Luft zu nehmen. Stock zu hoch von Dieter Kaltz und deshalb gibt's Bulli auf der anderen Seite. Gewinnen auch zunehmend die wichtigen Bullies. Barcelona klärt. Noch Nadella. Das gibt's nicht. Christian Pouget. Das war der Matchball. Simetta. Aber das Publikum ist wieder wach geworden in Mannheim. 5 Minuten noch zu spielen. Cimilla mit der Chance. Fast ein Unterzahltor für die Rosenheimer.
Killer, der immer versucht, ins lange Eck zu schießen. Und Paul Stanton reißt das Tor um. Das war die Möglichkeit für Beraldo. Der scheitert an Dalpias und Fuji. Da könnte man sich sonst so hinbeißen als Stürmer. Harry Kreis. Und von der Bande kam da Kreis Schuss zurück. Baxter ist wieder da. Rosenheim also wieder komplett. Aber die Mannheimer bleiben erstmal dran. Und haben das Spiel weiter unter Kontrolle. Mario Gehrig. Mit großem Kampfgeist. Pavel Groß. Mario Gehrig, ein Mannheimer, war ja auch beim Deutschlandcup dabei, nachnominiert worden, spielt eine ordentliche Saison, ist ja mehr so als Arbeiter auf dem Eis eingeteilt, hat trotzdem seine 5 Tore gemacht. Ist ein Mosaikstein im Erfolgsgebilde Mannheimer Adler. Das noch knapp 4 Minuten zu überstehen hat. Ein Tor, ein einziges Tor, die Führung. Rob Nadella. Türkkonen, Torki, Schiffel. Mal großartig, das was kommt, das hält er. Musste nur den Powerplay-Schuss von Schiffel zum 1:1 passieren lassen, der Mannheimer Keeper. Es ist ein zähes Ringen in diesem letzten Drittel. Beide Mannschaften neutralisieren sich auch. Lundell. Wieder die Scheibe tief und keiner ist da. Doch jetzt Lundell. Einmal waren die Mannheimer nicht konsequent genug hinterm eigenen Tor. Schon wurde es gefährlich. Harry Kreis und Jochen Hecht. Hartes Stück Arbeit, das die Mannheimer da zu verrichten haben. Voll besetzte Ränge heute Nachmittag.
die große Chance zum Ausgleich. 2 gegen 2. Drüben geht Tomlinson. Da hat Richer zu früh geschossen. Strafe angezeigt. Jetzt gepfiffen. Ellbogencheck. Dieter Kalt. Naja. Ein bisschen über der Grenze. Und deshalb muss Dieter Kalt raus zum zweiten Mal heute. Publikumsliebling in Mannheim hat sich in die Herzen der Fans gespielt mit seiner frechen Spielweise, der Österreicher. Aber jetzt müssen sie 2 Minuten auf ihn verzichten. Und das werden 2 ganz entscheidende Minuten. 2 Minuten 12 dauert dieses Spiel noch. Ist da natürlich ideal. Vielleicht so 1 Minute vor Schluss könnte dann noch Dalpjas sein Tor verlassen und es wären 6 Doubles gegen 4 Adler. Und jetzt ist es schon wieder vorbei. Scott Beattie wird es gleich raus müssen. Wir sagen Ihnen gleich mal, was nach diesem Spiel passiert. 18 Uhr, 2. Fußball-Bundesliga in Hattrick, wie gesagt, nach dem Eishockey. Und hier haben Sie es, Scott Beattie. Auch da kann ich nicht so sehr viel erkennen, ehrlich gesagt. Halten des Stockes, okay. So, alles wieder dahin. 4 gegen 4. Die letzten 2 Minuten laufen. Jim Hiller muss auf seinen Center verzichten, auf Scott Beattie. Auch das kann ein Grund gewesen sein, ein kleiner, warum Rosenheim hier hinten liegt. Jedes Mal, wenn sie die Chance zum Powerplay hatten, kam dann sofort die Strafe gegen die Star Bulls. Das eine Tor, das sie erzielt haben, das war ja ein Powerplay-Treffer. Lundell. Savage. Lundell verfolgt von Tomlinson. Jesper Duus. Und Richer. Dalpjas. Eine Minute und 4 Sekunden. Immer noch die knappe Führung für die Mannheimer. Und die Fans feiern. Richer fährt zur Bank. Auszeit gibt's. Und zwar hat Gary Clark diese Auszeit genommen, der Rosenheimer Coach.
alles andere als Platz 10 wäre eine Sensation für uns. Ich denke nur immer ans nächste Spiel, aber gleichwohl, wenn man schon da vorne ist, will man das natürlich ausnutzen. Und es ist ja nur ein Treffer, der fehlt. Dann wären die Rosenheimer die Ersten, die hier aus Mannheim einen Punkt entführen in dieser Saison. Klaus Dalpias hat jetzt sicher die Order bekommen, wann er kommen soll. Fuhr gerade noch mal kurz zurück zur Bank. Allerletzte Anweisung dann von Clark. Aber erstmal müssten sie das Pulli im eigenen Drittel für sich entscheiden. Herr Lundell, letzte Minute läuft. So, jetzt kommt Dalpias raus. Alles Bulli vor Mike Rosati gibt's. Rosenheimer Keeper verlässt seinen Arbeitsplatz. 5 gegen 4. Denn draußen sitzen ja noch 2. Und 40 Sekunden noch zu spielen. Alles steht. Erwartung ganz heißer Schlusssekunden. Der erste Versuch gescheitert. Er wird natürlich an der blauen Linie warten auf einen Rückpass. Damit er die Hartgummischeibe Richtung Tor feuern kann. Wir haben ihn unten rechts. Ist letzter Rosenheimer. Und er geht in Richtung vorbei. Tomlinson stürzte da noch hinterher. Ja, 23,4 Zentimeter vorbei. Und noch 30 Sekunden zu spielen. Ganz, ganz langsam fahren sie zum Bullypunkt, die Mannheimer. Da wird noch diskutiert, wo das Bulli denn stattfinden soll. Die Rosenheimer hätten es gerne im Mannheimer Drittel gesehen. Rosenheim mit den letzten Versuchen. Rosati und geklärt auf der Linie. Aber Türkkonen ist noch da. Drüben auf der anderen Seite kommt Lundell. Heute Scheibe ist draußen. Kalt kommt von der Strafbank. Wieder geht er vorbei. Aber kein Eis
Pressing, Spiel geht weiter und jetzt ist es vorbei. Die Mannheimer Adler gewinnen 2:1 gegen die Star Bulls aus Rosenheim. Ein Arbeitssieg. Wir gucken gleich nochmal drauf nach einer kleinen Unterbrechung. Die Adler aus Mannheim haben den Höhenflug der Star Bulls Rosenheim erst einmal wieder gestoppt. Sie gewinnen 2:1 im Spitzenspiel und genauso wurde es vorhergesagt von allen, es fallen nicht viele Tore, so war es dann auch. Ja, genau so. Und wenn beide Mannschaften so weiter spielen, sehr stark defensiv, beide würden locker unter die Top 6 kommen. Und da sind sie im Moment noch, wenn wir die aktuelle Tabelle anschauen, da haben wir sie. Köln führt noch und macht die 100 voll durch einen 10:1-Sieg gegen die Kaufbeurer Adler. Hat jetzt 30 Punkte, gefolgt von Mannheim, die sich wieder etwas distanzieren konnten. Von Rosenheim 27 und die Star Bulls bleiben auf 3 mit 24 Punkten.